Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Ich spiele wieder Craftopia. Heute ist die letzte Folge angebrochen. Und ja, in der letzten Folge habe ich mir vorgenommen, ich versuche jetzt so lange wie es geht, gegen den Drachen auszuhalten. Und ich gehe dazu auf die Wüstenmap. Und jetzt ist die Frage, kämpfe ich gegen den Knochendrachen oder gegen den Feuerdrachen? Ich werde es natürlich gegen den Knochendrachen als erstes versuchen. Holy shit, da war meine Luft weg. Und mal schauen, wie lange ich gegen den Stand halte. Und ja. Das Moped ist auf jeden Fall richtig geil hier. Außer es landet im Wasser und kriegt Damage und ist kaputt. Wow. Tschüss, Motor. Das war eine schöne Zeit mit dir. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der Knochendrache müsste eigentlich hier irgendwo sein und ich bin da. Oder war der hier? Ich weiß das nicht. Ich weiß das jetzt ganz ehrlich gesagt nicht. Aber ne, ich glaube, hier war der nicht. Der war auf der anderen Seite. Also von mir gesehen hinten, ne? Aber das ist ja nicht das Problem, weil der wird es nicht sein. So wie der aussieht. Ne. Okay. Ich muss noch auf den Feuerdrachen aufpassen, dass der sich nicht in den Kampf mit einmischt. Das wäre dann ein bisschen problematisch. Wo ist den sein knochiger Körper? Der müsste eigentlich hier irgendwo rumliegen. Da ist er das. Och bitte, ich will, dass der das jetzt ist. Nein, das ist er auch nicht. Och nee, jetzt sag mir nicht, der ist in der Nähe des Feuerdrachen. Das wäre Scheißendreck. Normalerweise liegt er doch immer hier rum. Hä, warum ist der nicht da? Da ist nur das Dungeon. Naja, ansonsten muss man gegen den Feuerdrachen kämpfen, wenn wir den Knochendrachen nicht finden. Lässt sich ja dann nicht ändern. Wobei ich gegen den Feuerdrachen, glaube ich, keine Chance habe. Der Knochendrache, der dürfte nicht fliegen können. Und der liegt tatsächlich dort. Das ist ein Arsch. Aber mal ganz ehrlich jetzt hier. Nee, das ist der auch nicht. Hä?
Ich fühle mich hier gerade hart verarscht. Ich gehe zum Feuerdrachen. Den müsste es ja hier auf jeden Fall noch geben. Okay, das macht mich gerade ein bisschen stutzig. Sind mit dem Stagewechsel etwa die Drachen verschwunden? Ja, ich glaube, die Drachen sind mit dem Stagewechsel verschwunden. Wow. Und ich wollte in der letzten Folge einen Drachen umhauen. Das ist jetzt natürlich scheiße. Wortwörtlich. Och Mann, die hätten ihn ruhig mal darauf hinweisen können. Da waren ja die Mühen, die Einzelteile für den Panzer so weitestgehend fertig zu machen, ja auch für einen Arsch. Sag ich jetzt einfach mal so. Jetzt bin ich auf die falsche Map gegangen. Entschuldigung. Och Mann, das ist ja jetzt Enttäuschung pur. Aber so richtig. Ich weiß, dass es noch auf der einen Map einen Drachen gab. Dann gucken wir mal, ob der dort ist. Und zwar war das die hier. Das ist aber gerade echt wirklich enttäuschend, dass kein Drache da ist. Ich dachte halt, dass die sind ein fester Bestandteil des Spiels. Aber anscheinend nicht. Na komm. Ja, da gucken wir jetzt mal. Der müsste jetzt, wenn ich hier drüben bin, auftauchen. Ja, ich krieg Level 1 Schaden. Das ist ein Lebenspunkt. Ne, 9 Lebenspunkte und 1 Hungerprozent. Das ist mir gerade egal. Ich will jetzt einen Drachen finden. Hier scheint es auch keinen Drachen mehr zu geben. Jetzt renn doch mal darüber. Oh Mann, jetzt bin ich aber so richtig enttäuscht. Das heißt, man muss, bevor man ins Feuerzeitalter geht, die Drachen alle getötet haben. Das ist zwar unlogisch as fuck, aber okay. Jetzt lass mich bitte mal hier hoch, danke. Dann will ich jetzt wenigstens mal hier in den Vulkan reinlunzen.
Wow, 3 Goldruhen. Und alles unnötiges Gelumpe. Och man, das ist so richtig enttäuschend gerade, dass es keine Drachen mehr gibt. Oh, schade. Schade, schade. Aber es sind auch keine neuen Mobs aufgetaucht. Das ist echt... ja... deprimierend gerade. Dann versuchen wir mal was anderes. Wir gehen mal auf unsere allererste Startinsel zurück und ich versuche mal Anubis anzugreifen. Mal gucken, ob der sich wehrt oder nicht. Und wenn er sich nicht wehrt und ich ihn umhaue, bin ich mal gespannt, was der droppen sollte. War... ich hinterfrag's einfach nicht. Hi Anubis! LOL! Der wehrt sich nicht! Tötet ihn! Bleib hier! Hoho! Gleich ist er tot! Jetzt! Ein Ei. Der droppt ein fucking Ei! Das kannst du behalten, ne? Okay, also damit habe ich alles im Spiel gesehen. Ich habe auch Anubis getötet. Aber leider keinen Drachen. Das ist scheiße. Na gut. Dann werde ich jetzt noch versuchen, eine einzige Sache zu craften, da ich noch 10 Minuten für die Aufnahme habe. Hoffe ich und bin guter Dinge, dass ich das eventuell hinkriege. Ah, ich darf das Essen nicht vergessen. So. Dann gucken wir mal, was brauchen wir dafür. Und ich kann's vergessen. Capture Anubis. Ja. Den habe ich getötet. Der existiert leider nicht mehr. Ja. Glas war das, was sie noch wollten. Ne? Noch irgendwas? Wo ist denn dieses Capture-Ding? Da. Batterien wollen sie noch. Natürlich. Ja. Also Anubis war ja schnell besiegt. Der hat sich nicht mal gewehrt. So und so. Und so. Ach du Heimatland, ist das riesig.
Ich kann nichts damit machen. Oh! Ja. Anubis der Zweite, wo bist du? Kriege ich vielleicht doch noch hin, diesen roten Knopf zu bauen? Lass mich in Ruhe! Kackvieh! Da bin ich doch mal gespannt. Wo muss ich hoch? Da hinten, okay. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Capture Ball ist. Ich werde Anubis trotzdem versuchen zu schwächen. Ne? Hey Hund. Ich hoffe, das klappt mit diesen Capture Balls, dass man damit Anubis fangen kann. Hui! Der hat getanzt. Die 5 war das. Nicht runterfallen, ich brauch dich noch. Hör auf wegzurennen. Aber der hält mehr aus als der Erste. Was ist denn, wenn ich den im Headshot gebe? Ja, das ist auch gut Damage, was er kassiert. Oh. Geil. So, Anubis. Hä? LOL, ich hab Anubis gefangen. Ich hab Anubis gefangen. Geil. Geil, geil, geil. Ich würde sagen, wir versuchen uns jetzt doch den roten Knopf zu bauen. Na, da bin ich mal gespannt. Ich habe den bunten Capture Ball. Ich habe den gefangenen Anubis. Was brauche ich noch dazu? Wo ist er? Ich brauche 10 Stück davon. Och, scheiße. Och Mann, ich brauche sowieso Explosionsbarrels. Da brauche ich ja Black Gunpowder. Ah, alles klar. Aber das wäre kein Problem herzustellen. Hm.
Nee, wir lassen das sein. Die 6. Hey Anubis, mein Freund! Ich kann immer noch mit dem reden. Und ich kann hier mit dem handeln. LOL! Das hätte ich vorher wissen müssen. Das hätte ich vorher wissen müssen. Toll. Aber der hat diese Dinger genommen. Tja, das war's dann aber auch bei mir auf meinem Channel mit Craftopia. Damit endet die Folge, dass ich Anubis gefangen und einmal gekillt habe. Und ja, irgendwann, wenn mehr Stages frei sind, mehr Inhalt, also noch mehr Inhalt drin ist, als jetzt schon drin ist, und ja, die ganzen Stages frei sind, werde ich Craftopia sicherlich nochmal bringen und spielen. Und bis dahin, ja, mal schauen, was als nächstes kommt. Wenn euch die Folge und das komplette Let's Play bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.